mit Schwa. Ihr habt gerade gesehen, wie die Kamera gewackelt hat, ne? Nein, das war kein Schreck, nein. Oh, was ist das? Stein. Oder auch was anderes. Oh, wir haben das Wasser ausgemacht. Gut. Good. I don't think we're alone stand in den Untertiteln. Aber sie hat was anderes gesagt. Auch gut. Hier sind doch gleich bestimmt wieder mehr Fallen. Ah. Und wieder kleine nervige Scheißviecher. Das war's aber schon wieder. Das ist gut. Einfach nur eine kleine Welle dieser Mistviecher. Ich kann ihn nicht leiden. War das eine einmalige Giftfalle? Hm. Naja. So, wo kommen wir hier jetzt weiter? Hier ist noch verschlossen. Put a flame there. Ja. Ja, 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 ja. Find a proper flame. Ja, da holen wir etwas Feuer für die Elara. Ja. Sehr schön. Und dann kannst du das anzünden. Ja, bitte danke. So, jetzt geht das auch auf, wo wir gerade vorstanden. Hier ist... Oh, noch ein kleiner Splitter von einem Kristall. Immer schön, immer gern zu sehen. Ich frag mich, ob wir alle voll kriegen, aber das glaube ich mal nicht, weil wir haben bestimmt schon ein paar verpasst. Aber das Spiel ist blind. Immer noch. Au. Hör auf, mir weh zu tun. Ich hab dir nichts getan. Okay, jetzt habe ich dir was getan, aber... Ein Schädel. Ich hab'n Schädel. Big Ox. Heißt das großer Ochse? Ich kenne den Begriff Ox jetzt nicht. Oh mein Gott. So, komm. Jetzt gibt's mega Klappe zwischen uns beiden. Oh mein Gott, haut der drauf. Der ist böse, der haut richtig derbe auf die Kacke. Aber ich auch. Tanz in den Mai. Auch wenn ich diesen Part nicht am 1. Mai hochladen werde. Nein, daneben. Verdammt. Das war natürlich nicht so gut gemacht. So. Das war's mit ihm. Und zeitgleich ist unsere Verzauberung weggegangen. Ja, komm. Nerven, nerven, nerven. So, schön. Können wir hier lang? Ach so, ja. Können wir jetzt hier durch? Ah. Dafür brauchen wir den Schädel. Eine Synergie. Schädel ist benutzt, weggeworfen. Oder was weiß ich. Brauchen wir nicht mehr. Oh, Farbwechsel. Achso, muss man aufmachen. Muss man mitnehmen. Muss man aufmachen. Muss man mitnehmen. A flower. Only living thing we've seen down here. Present company excluded. Shall we take it back to the giant head? Natürlich nicht. Ist langweilig und doof. Brauchen wir nicht. Wofür war das nochmal? Kaputt schlagen. Arctic Enforcer. Der ist schwächer. Aber die 40, macht das so einen großen Unterschied? Nicht wirklich, wobei ich mit Fury Damage wahrscheinlich sowieso gerade nicht treffe. Naja, dann haben wir zumindest eine tolle leuchtende Waffe. Yeah. Und die Pflanze bleibt trotzdem da. Wir sind resistent. So. Dann gehen wir zurück, obwohl wir auf dem Rückweg bestimmt wieder... Ha! Aufgehalten werden. Ja! Das ist auch eine Art von Aufhalten. More skeletons.
Ach so, wo ist denn Elara? Na? Ach so, die kloppt sich da hinten alleine. Mit den zwei. Komm! Lass deine Deckung fallen! So, und ich bin jetzt hier gleich auf Fuß, weil ich von mehreren Seiten angegriffen werde und das nicht wettmachen kann. Und daneben wieder. Ach, verdammt. Wo ist denn Elara? Ach so, die steht da alleine. Auch gut. Ich muss mir was überlegen. Benutzen wir mal Brimstone. Ja, oder nicht? Naja. Gehen wir einfach mal wieder auf Fury. Auf Anger. Auf Anger. Und klopfen. Anger. Und tanzen in den Mai. Yeah. Mein Gott, halt die Füße. Ah, das ist dumm. Wenn man hier den Angriff erstmal so dick aufladen muss. Ja, und wir sind wieder kaputt. Ja, gib mir Heilung. So. Ah, jetzt geht's ja weiter mit der Klappe. Und bam, bam, bam. Lass die Lara in Ruhe. Man schlägt keine Frau. Frauenschläger, du Elendiger. Du auch. Alles Frauenschläger, ganz böse. Auch wenn ich hier die ganze Zeit zum Boden gehe. Ihr seid die Bösen. Ich schaffe es nie, die irgendwie mit meinem tollen, tollen Angriff zu treffen. So, das noble Schild ist gar nicht mehr so nobel, hat nur noch 60 Haltbarkeit. Dann haben wir da noch einen kleinen Splitter. Ich habe selber noch zwei Wiederbelebungsfiliolen und Elara hat noch eine. Genau. Schön. Haben wir hier noch etwas für die Magie? Ist die Magie auch wieder voll aufgefüllt? Schön. Oh, wir haben da wen vergessen. So. Zaubern. Und aufs Maul geben. Und aufs Maul kriegen. Und aufs Maul geben und tanzen. Im Mai. Im Mai. Es ist nicht der 1. Mai. Aber wir haben bestimmt noch Mai, wenn ihr das seht. Oder wenn ich das hochgeladen habe. Dann ist bestimmt noch Mai. Ja. Und das war's dann auch schon wieder mit den Heilungs. Heal Potions. Heiltränke. Wieso sage ich nicht einfach Heiltränke? Mein Gott. So, da unten waren wir gewesen. Da ist dieses komische Face und jetzt kommen hier wieder bestimmt welche. Sehr schön. Elara braucht die nicht. Auch gut. So, jetzt stelle ich mich hier hin und jetzt werden die ganzen Sachen bestimmt wieder lebendig, oder? Was sagst du dazu? Muss ich hier hin? Ah. Hier, du blöder Kopf. Wo soll ich hier hingehen? Du willst doch die tolle Blume haben, ne? Ne? Du willst sie doch. Ach, plötzlich. Komm hier ins Gesicht. Doch, nehmen wir hier mal das Geld auf. You can never have too much gold. Doch, kann man. Wenn man nämlich zu viel hat, dann kommen gern mal Diebe und überfallen einen. Und dann war's das mit dem Reichtum. So. Welcher Bosskampf kommt hier jetzt noch? This feels too easy. You always say that. Stir my grave for plunder. Never. My treasure is too precious, my fall for you. Okay, jetzt haben wir es mit einem großen Kollegen zu tun. Der auch einiges aushält. Wieso trifft er mich? Mano, du bist böse.
Ich mag dich nicht. Ja, schlag einfach mal ins Leere. Das ist gut so. Du kriegst richtig ins Maul. Genauso wie ich. Obwohl ich mehr Rüstung habe. Und mein Schild ist so gut wie hinüber. Und klapp. Weiter klapp. Wieso kann ich mit diesem Angriff nie etwas ausrichten? Ah, man muss schon sehr nah an den Gegnern dran sein dafür. So, mal schauen, ob das etwas bringt. Das bringt nichts. So, das bringt nichts. Meine Güte, kloppt den Depp Schaden. Das ist nicht mehr feierlich. Komm, du bist doch jetzt hinüber. Oh. Ja. Mach ihn kaputt. Nein. Nein. Tot. Danke. Wo war denn der letzte Checkpoint? Ach je. Ach je. Naja. Gibt schönere, bessere. Da wo wir gerade die tolle Waffe rausgeklöppelt haben, ne? Oh, wir kriegen jetzt noch eine andere. Frost Ripper. Schauen wir mal nach. Hätten wir eine zweite magische Waffe. Hm, cool. Ach, komm. Alles klar. So, das haben wir schon mitgenommen. Da müssen wir uns nochmal durchkämpfen. Ach, wie schön ist das denn? Gut, du kriegst erstmal auf die Nase. Das ist schon mal eine weniger. Yeah. So, dann geht ihr erstmal nach oben. Dann kann sich Elara um die anderen kümmern und ich krieg trotzdem auf die Nase. Entschuldigung fürs Husten. Wobei ich das wahrscheinlich einfach ausblenden werde, damit ihr euch dadurch nicht gestört fühlt. Ach mein Gott, das macht so wenig Schaden. Oder ich krieg einfach keine Resonanz, dass ich überhaupt getroffen habe. Das ist natürlich auch sehr genial. Hey Lara, kümmere dich um sie. Ich halte sie auf. Mache kaputt. Okay, das reicht. Hopp, Geld mitnehmen. Bolzen liegen hier noch rum. Ja, das haben wir schon ausgepackt. Das Geschenk. Ein Splitter. Noch einer. So, und dann wird das auch wieder voll. Der Schild ist auch auf 200. Das heißt, für seine Verhältnisse wohl auch noch voll und unbeschädigt. So, dann sind hier ein oder zwei. Ja, ist auch gut. Na komm. Okay, das war vielleicht eine dumme Idee. Ich krieg hier erstmal so den Arsch voll von denen. Elara, mach was. Ich krieg auf den Sack. Ah. Oh, wieso macht die Elara denn nichts? Ja, die klöppelt sich bestimmt mit denen hinter mir, ne? Naja, jetzt sehe ich zumindest mal an der Lebensanzeige, dass Schaden gemacht wird. So. Das ist auch ganz schön, dass dadurch der Gegner eingefroren wird. Oder ich sterbe, weil ich einfach zu viel Schaden kriege. Hoffentlich habe ich gleich dann noch genügend Leben für den Bossgegner. So. Durchgeknüppelt. Wunderbar. So. Wieder genug Mana. Aber noch nicht genug Leben. Ah, das wird eine Tortur. Vielleicht? Yeah.
Darauf habe ich gehofft. Super. Gut, jetzt haben wir nämlich auch noch einen Heiltrank mehr bekommen. So, jetzt darf ich das da wieder reinschmeißen. Ja, jetzt geht das Gesicht wieder weg. So. Le Money. More gold in my pocket. Ja, viel zu viel Geld. Wofür? Wofür brauchen die so viel Geld? Oder wofür braucht Kerdok so viel Geld? Weil eigentlich... Ich glaube, nur er sagt die ganze Zeit, Geld, 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 Geld. So, und jetzt kommt nochmal die tolle Cutscene. Ja, wenn man von Cutscenes sprechen kann. This feels too easy.